Servus euch allen miteinander. Lasst uns heute doch mal gemeinsam ab dem 14. Spieltag auf die letzten Heimspiele schauen. Das 2:0 über Bochum war eines der besseren Ergebnisse. Ebenso mit 2 Toren mehr der Sieg über Duisburg. Die Spiele gegen St. Pauli und Kaiserslautern wurden jeweils mit 1:0 gewonnen. Gegen den FSV Frankfurt mit 2:1. Dazu gibt es 2 Unentschieden, das 2:2 gegen Union und das 1:1 gegen Köln. Knappe Ergebnisse, auch auswärts. So das 0:0 in München gegen 1860 und die 0:1 Niederlage in Dresden. Und jetzt geht es zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Der Tabellenzweite hat einen Punkt weniger, 58 nämlich, als Hertha und mit 22 Toren ein Tor mehr als Hertha kassiert. Herthas Erfolge beruhen auf die Stärke in der Defensive. Zum Glück ist Herthas Vorsprung auf Platz 3, dem Relegationsplatz, mit 11 Punkten so groß, dass ein weiteres 1:0 über Braunschweig den Bundesliga-Aufstieg ja manifestieren würde. Braunschweig aber möchte auch nicht mehr in die Bedrohung kommen. Wie wäre es mit einem torlosen 0:0 der Punkteteilung wie beim 1:1 im Hinspiel in Braunschweig? Naja, ein Remis würde beiden helfen.